Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt immer so die Kommentare im Kopf, die ja so auf die letzten 23 Folgen ab und zu abgegeben werden. Und es gibt ja schon so einige eisenharte Fans anscheinend oder zumindest Interessenten, die dann sagen, mach doch weiter mit der Reihe. Denn eigentlich haben wir ja jetzt schon eine ganze Menge biblische und religiöse Hintergründe von John F. Kennedy beleuchtet. Jetzt hat mich aber der Hafer so ein bisschen gestochen. Der Jörg hat mal so vor ein paar Folgen erwähnt, nach dem Motto, ja, das ist ja nicht schlimm, wenn da ein bisschen mehr Folgen werden. Und vielleicht können wir ja sogar auch die satanische Musik- und Medienagenda toppen. Dafür wären jetzt 227 Folgen notwendig. Und ich will ja niemanden jetzt hier unter Druck setzen oder jetzt mich irgendwie unbeliebt machen. Würde ich das jetzt so machen wie alle anderen, würden wir tatsächlich mit 227 Folgen kaum auskommen. Und deswegen habe ich mir eine Abkürzung ausgedacht. Und bevor ich da jetzt reingehe, muss ich aber jetzt so höflich sein und meinen Gast aus Belgien begrüßen, der jetzt wie immer zugeschaltet ist und auch für 226 Folgen damals seine Zeit opfern musste für mich und für euch. Dankeschön dafür und hallo und moin moin Jörg. Ja, moin moin Michael. Es ist immer wieder schön, hier mit dir zu sitzen und dann solche Hiobsbotschaften zu hören. Nein, also jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, solche Serien dauern so lange, wie sie dauern, wie es nötig ist, um die nötige Information rüberzubringen zu den Menschen. Es gibt immer dieselben Zweifler. Es gibt immer diejenigen, die nach 2 Sendungen sagen, das ist alles Mist. Die sagen das auch nach 200 Sendungen. Das ist vollkommen wurscht. Da muss man gar nicht drauf Rücksicht nehmen. Ich finde nur viel wichtiger, dass du schon in vielen dieser Sendungen darauf hingewiesen hast, dass die Leute bitte eben auch ihre eigene Nachforschung anstellen. Das ist ja auch mein Credo gewesen. Seit ich meinen YouTube-Kanal in 2011 gemacht habe damals war ich noch kein Christ und war noch gar nicht richtig in den Untersuchungen drin, aber ich habe immer gesagt, macht eure eigene Untersuchung. Glaubt nicht das, was andere Leute euch erzählen. Und im Augenblick bin ich in sehr, sehr intensiven, schweren Bibelstudien beschäftigt, das mich auch schon sehr viel gekostet hat. In der Hinsicht, dass mich das meine Webseite gekostet hat, weil ich dazu Erkenntnissen wiedergekommen bin, die einigen Leuten nicht gefallen und dann muss man eben alleine weitergehen. Und das ist nun mal so, manche Schritte muss man alleine machen. Man kann sich eben nicht auf Menschen verlassen, sondern man kann sich nur auf sich selbst und auf die Bibel verlassen, auf das Wort Gottes. Und von daher ist mir das echt wurscht, ob du jetzt hier 227 oder 3897 Folgen machst. Wenn ich kann, dann werde ich dabei sein, werde dich unterstützen. Ich bewundere, und das meine ich ganz ehrlich, ich bewundere deine Hingabe und deine Investierung, ja, etwas investieren. Investition, also deine Zeit, ja. Ja, genau, also im Deutschen bin ich da ein bisschen schlecht mit dem Wort. Ja, deine Zeitinvestition und alles, was du da rausgibst und die ganzen Bücher bestellen und durchlesen, alles drum und dran. Und wie gesagt, Leute, die das nach 2 Sendungen noch nicht glauben oder sagen, das ist Quatsch, die sagen das auch nach 200 oder nach 2000, mach's so lange, wie es nötig ist. Aber setz eben die Leute auch an, und das finde ich deswegen ganz wichtig, ihre eigene Nachforschung mit anzustellen. Wenn ich dir vor dieser Sendung jetzt noch in der Hinsicht einen kleinen Tipp geben darf, probiere während der Sendung nicht immer so schnell zu scrollen, dass die Leute zwischendurch mal das Video, nicht in der Premiere, aber danach, wenn sie schauen, auf Pause setzen können. In der Premiere setzt das ja keiner auf Pause, das macht man ja hinterher, wenn man es nochmal schaut, dass ihr das dann auch nachlesen kann. Und lass uns mal darüber nachdenken, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, diese Dokumente in einer Art und Größe zur Verfügung zu stellen, dass wir die auf Archive den Leuten auch als Nachschlagewerk zur Verfügung stellen können. Und das, denke ich, sind ganz wichtige Einleitungsworte, die sich auch jeder vielleicht auch mal berücksichtigen sollte, wenn er diese Sendung sieht, um eben auch zu sagen, eure Mitarbeit ist auch gefragt. Und nicht nur Mitarbeit jetzt, um diese Sendung zu machen, sondern eure eigene Denkarbeit, eure eigene investigative Arbeit, um euch eben nicht auf Michael zu verlassen, um euch nicht auf mich zu verlassen, sondern um euch auf das zu verlassen, was ihr selbst herausfindet, wenn ihr unvoreingenommen Fakten und Daten zu bestimmten geschichtlichen Ereignissen studiert. Und wenn ihr das dann könnt, dann messt das immer noch an der Bibel, die der Maßstab aller Wahrheit ist sowieso. Und damit bin ich dann im Grunde jetzt auch fertig mit meiner Einleitung, aber das wollte ich mir gerne mal von der Seele reden. Und du hast ja in diesem kleinen Vorbereitungsvideo mir die 5 Minuten Zeit gegönnt.
gehe ich mal von aus. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und was ich dann auch noch uns gönne, ist, dass wir nicht auf dieselben Tricks reinfallen, die andere machen. Ich habe mich jetzt diese Woche unglaublich extrem in den Fall von Kennedy reingehängt und auf verschiedensten Ecken. Und auch wenn ich manchmal zu schnell spreche oder zu schnell scrolle, das ist keine Absicht, sorry, das ist einfach so. Ich möchte heute natürlich gern die interessanten Dinge zeigen und nicht uns mit der ganzen Quantität aufhalten. Das ist genau der Inhalt dieser ganz kurzen Sendung eigentlich. Das geht sich jetzt hier um Disinformation, beziehungsweise in Deutsch Desinformation. Also wir können ja ganz schnell zwischen Englisch und Deutsch können wir jetzt hier skippen, ist überhaupt kein Problem. Das Problem, was ich habe, ist, wir können nicht in alle Dinge reingehen. Ich bin ein bisschen traurig darüber, weil natürlich viele jetzt irgendwo wissen wollen, wie war denn jetzt genau der Ablauf des Attentates, wobei eigentlich das ist eben genau die Ablenkungsfinte. Lasst euch da nicht von beeinflussen. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der hundertprozentig die Wahrheit erzählen kann. Denn wir Menschen sind fehlbar, wir Menschen sind letzten Endes jetzt auch die ganze Zeit am Lernen. Ich weiß morgen mehr als heute, wo ich die Sendung hier mache. Das heißt, es ist immer ein komplexer Prozess und man muss jeden da abholen, wo er einfach steht. Ich glaube nicht, dass diese Verschwörungsreihe für Leute gedacht ist, die in das Thema reinkommen wollen. Ich glaube, dass das, was bald kommt, so viel Hintergrundinformation und so viel Kombinationsgabe erfordert, dass da der ein oder andere schon sagt, boah, also da wäre ich nie drauf gekommen oder wie auch immer. Das hat damit zu tun, dass wir, die das machen, halt schon jahrzehntelange Erfahrung mit vielen Dingen haben. Da kann man nicht jemanden dran setzen, der vielleicht gerade sehr jung ist oder vielleicht gerade erst dabei ist. Der sollte sich lieber die Bibelserien angucken oder halt von Babylon nach Rom. Aber genau da kommen wir in der nächsten Folge nämlich zu. Deswegen handle ich jetzt in dieser Folge in 15 Minuten ganz schnell das ab, was mir die ganze Zeit schon völlig auf der Seele brennt sozusagen, wo ich sage, ich habe so die Nase voll, weil gerade das Thema Kennedy ist letzten Endes eine Achterbahnfahrt und reine Desinformation pur. Denn niemand geht wirklich dahin und sagt, so, wir packen jetzt die ganze Geschichte mal an, wir wollen die Wahrheit haben. Das, was ich die ganze Zeit sehe, sind Desinformationsagenten, teilweise hochbezahlte Menschen, die Bücher verkaufen wollen oder müssen, Menschen, die halt als Experten gehandelt werden, Menschen, die von Regierungsstellen offen oder verdeckt für die ganze Geschichte auch der Desinformation arbeiten. Und ich will jetzt keinen speziell davon nennen. Ich sage nur eins, ich habe noch keine vernünftige JFK-Dokumentation bis jetzt gesehen, außer vielleicht eine, die ich auch dann in ein paar Folgen präsentieren werde, weil alles andere bezieht sich immer nur auf dieses dämliche Attentat. Und dieses Attentat ist letzten Endes dafür da, um die Leute in die Irre zu führen. Lasst euch nicht auf diese paar Sekunden auf der Elm Street ein. Wie ich kann jetzt sagen, wenn der Jörg die Zeit hat, dann gehen wir explizit in diesen Anschlag rein. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute interessiert, aber ihr werdet diesen Anschlag nicht verstehen. Ihr werdet diesen Anschlag auch nicht sezieren können, wenn ihr die Hintergrundinformationen nicht habt. Wenn ihr das bewertet wie einen ganz normalen Unfall oder halt die verwirrte Tat eines Bekloppten oder was auch immer. Das hat alles nichts damit zu tun. Das ist alles was ganz anderes. Und deswegen sind auch die Informationen, die hier im Internet auch teilweise kostenlos bei YouTube und so weiter da sind, alles eine ganze große Ablenkung. Und ich habe mir die Zeit... Ja, ich wollte mal fragen, ob ich da mal ganz kurz was zu sagen kann zu dem, was du gerade sagst. Ich glaube, dass du die Menschen davon informieren möchtest, dass im Grunde der Moment des Attentats selber nur sowas ist wie der krönende Abschluss einer ganz langen vorbereiteten Sache. Genau. Mhm. Und um die Sache geht es. Ja, und genau. Wenn man sich immer nur diesen Abschluss anguckt, dann kratzt man nur an der Spitze des Eisberges und wir wollen eben den Eisberg von unten an aufarbeiten. Genau. Und das ist in der Hinsicht ganz wichtig, wenn man sich das Buch von William Cooper erinnert, das du ja auch kennst, Behold the Pale Horse. Mhm. Da ist, glaube ich, so ein Text geschrieben, da auch wie so eine, ich weiß nicht mehr, ob das, glaube ich, wie ein umgekehrtes Dreieck war oder wie ein Dreieck war. Oder eben steht, dass die Wahrheit unter einem ganzen Berg von Lügen vergraben ist. Und wenn man diese eine Wahrheit aus diesem Berg der Lüge rausholt, dann bricht der ganze Berg zusammen. Und in diesem Fall die ganze Pyramide zum Beispiel, das ganze Gebäude, was man sich aufgebaut hat. Und uns geht es da eben darum, um genau dieses Stückchen Wahrheit da drin zu finden. Und das ist eben mit der ganzen Desinformation, die man nicht nur im Internet, sondern auch in Büchern und was weiß ich nicht alles findet, nicht ganz so leicht. Aber es geht nur darum, dass das, was am 22. November mittags in Dallas da passiert ist, im Grunde nur, um es jetzt mal plastisch auszudrücken, der Orgasmus war.
Alles, ja, ein anderes Wort fällt mir jetzt echt nicht so ein. Das ist der Höhepunkt von ich dem, versuche hier die Sendung unter 18 zu moderieren. Ja, das Wort Orgasmus kann man ja ruhig mal gebrauchen. Es geht ja darum, dass es eben ein Höhepunkt ist, nachdem eine ganze Menge Handlungen davor bereits passiert sind. Ja, ja. Viele Leute können sich das vielleicht gut vorstellen, wenn das jetzt bei sexuellen Handlungen passiert oder so. Das ist ja, mir fallen jetzt im Augenblick keine anderen Worte ein. Wir haben das hier nicht geübt. Ne? Mhm. Aber dieser Höhepunkt, das ist genau das mit dem Attentat, mit der Handlung selber. Und wenn man sich halt nur auf das konzentriert, dann geht einem alles das, was davor passiert. Dann versteht man auch den ganzen Hintergrund, den ganzen Sinn und Zweck nicht. Und das ist die Geschichte. Na eben, das ist ja, das ist der Punkt, den ich meine. Wenn du auf der Straße rausguckst und kommst auf die Straße und willst, was weiß ich gar nicht, gerade zum Bus oder zum Auto gehen und siehst du plötzlich ein streitendes Pärchen und der eine haut dem anderen eine runter oder ermordet ihn sogar, ja, dann hast du die Tat. Da kannst du sagen, okay, der hat den ermordet oder da gab es einen Schrei und dann ist jemand umgefallen und so weiter und so fort. Aber du kannst die Handlung ja überhaupt nicht bewerten, wenn du die Hintergründe nicht kennst. Und deswegen habe ich gesagt, weil mir das so auf den Senkel geht, wirklich extrem gegen den Senkel geht, ich habe mich ja jahrelang immer so ein bisschen nebenbei mit Kennedy beschäftigt und jetzt steige ich da mal richtig rein, sehe ich halt einfach, was die Leute oder wie die Menschen und natürlich auch wir eingeschlossen an der Nase herumgeführt werden. Das ist ja nicht mehr normal. Also es geht sich, alles kumuliert sich hier nur auf diesen Anschlagszeitpunkt in Dallas. Und deswegen habe ich da so die Nase von voll, dass ich sage, ich habe so die Nase von voll, ich werde keine große Dokumentation besprechen, außer wie gesagt eine, aber ansonsten ist alles, was ich gefunden habe, gruselig. Die Leute werden dafür bezahlt und verdienen da viel Geld mit. Ich mache mal einen Anfang. Ja? Also eigentlich können wir es ja ganz einfach machen, es gab überhaupt keine Verschwörung, da gab es einen verwirrten Menschen, der hat einfach aus dem Stockwerk oben die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und hat gesagt, ich habe hier gerade ein Gewehr rumliegen, ich mag den Kerl sowieso nicht, also drücke ich ab. Ne? Da können wir uns alles ganz einfach machen, das ist halt für die ganz einfachen Geister, ne? Simple Minds sozusagen. Ne? Da kann man halt dann sagen, nö, das ist überhaupt nichts passiert, ne? Gehen Sie weiter, es passiert alles nichts, ist alles nur Zufall auf der ganzen Welt. Ne? Gut, wenn er das meint, dann bitte umschalten auf ein Katzenvideo. Katzenvideo zeige ich jetzt. So, das war ein Katzenvideo, das ist nämlich jetzt genauso intelligent wie die Aussage, dass es also keine Verschwörung gab, weil das natürlich ein völliger Blödsinn, das ist die offizielle Aussage und hat natürlich nichts mit der Wahrheit zu tun, als wenn jemand uns die Wahrheit erzählt. Wir leben hier in einem Königreich des Vaters der Lüge, gemäß Johannes 8,44. Also mal rein in den ganzen Schlamassel. Egal, wen du dir jetzt nimmst, ob der Mann jetzt hier so heißt oder so heißt oder so heißt, wo es sich immer darum geht, ja klar, da war jemand, der da geschossen hat und so weiter. Müll, weg, uninteressant. Ja, weil, werden wir später sehen, wir werden explizit da reingehen, ich verspreche es, ich werde sagen, warum ich das glaube, dass es dann so nicht stattgefunden hat und warum ich glaube, dass es so stattfinden sollte, dass die Menschen das so hinnehmen müssen und so weiter. Ich gehe da wirklich explizit drauf ein und ihr werdet wahrscheinlich den einen oder anderen Ausflug schon kennen, aber ich glaube nicht, dass ihr das im Ganzen irgendwo schon mal gehört habt, ansonsten macht ja keinen Sinn, diese Serie zu machen. Die Serie macht erst dann Sinn, die zu machen, wenn wir Dinge bringen, die noch nirgendwo gekommen sind. Also, das, was hier alles kommt, von wegen, da ist jemand gewesen und der hat dann gezielt und dann ist dann dieses und jene so und so viele Sekunden und dann hier und da stand der und da stand das. Ja, weg. Ja, gibt sogar Leute, die sagen, ja, da gab es eine Fehlzündung von einem Rasenmäher und das ist das, was die Leute gehört haben. Ich mir gedacht, boah, das ist ja so unglaublich lustig. Ich habe ja gedacht, vielleicht kann man das sogar noch toppen. Vielleicht gab es auch mal ein UFO irgendwo bei JFK und selbst das habe ich gefunden. Ja? Also, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang das steht. Ich wollte ja nur ein bisschen lustiger machen, aber irgendwo, wie gesagt, was hier im Internet zu finden ist darüber, das ist 99% einfach Zeitverschwendung. Ich möchte eure Zeit nicht verschwenden. Der Jim Mars möchte euch erzählen, dass es ein Kreuzfeuer gab, nämlich einen Anschlag, der den Kennedy getötet hat. Und er macht dann ausgerechnet Anleihen bei unserem absolut unbeliebtesten Österreicher aller Zeiten anscheinend, der dann gesagt hat, die große Masse der Menschen, die werden einfacher einer großen Lüge glauben als einer kleinen. Wobei ich nicht glaube, dass das von ihm war und ich glaube auch nicht, dass er das geschrieben hat. Also von daher, da fängt dieses Buch wahrscheinlich schon mit einer Lüge an, nämlich mit einer Zitatlüge. Auch nicht so leicht. Da hast du gerade letztens was drüber gefunden, über meinen Kampf, ne? Ja, ja. Hattest du da nicht eine Bestätigung gefunden in einem Werk von, ja. Wie hieß der wieder? Warte mal, hilf mir jetzt nicht, ich habe das noch hier auf. Otto Strasser. Ja, genau. Hitler and I. Genau. Ja, ne, wo ganz genau deutlich drin stand, dass der Bernhard Stempfle, ja.
Bernhard Stempfle das Buch editiert hat. Und zwar schwer editiert. Schwerst editiert hat, ja. Schwerst, genau. Also es ist ja auch schön, dass man so Jahre später so eine Bestätigung davon bekommt, was wir früher schon immer gesagt haben. Durchaus. Und das zahlt sich halt einfach aus, wenn man so lange und so viele Stunden, so viele Tage recherchieren muss. Und dann findet man es dann endlich und sagt, ja, endlich mal hat sich das dann gelohnt. Ne? Und er hat es also nicht alleine geschrieben, dieses Buch, ne? Wenn er es überhaupt geschrieben hat. Weil rezensiert hat das übrigens der Mensch, der dann plötzlich von Deutschland aus nach England geflogen ist. Ne? Wir wissen, wen wir meinen. Ne? Ja, und der Herr Stempfle, der ist dann auch noch da mit im Boot. Also von daher, es ist alles, selbst dieses Zitat muss nicht notwendigerweise stimmen. Er sagt, und das rechne ich ihm jetzt an, ne, traue nicht diesem Buch. Okay, bis jetzt ist er ehrlich, ne? Denn wenn es sich um den Anschlag geht und so weiter, dann vertraue bitte nicht einer Quelle oder sogar irgendwelchen Basiswahrheiten und Basisbeweisen und Zeugenaussagen und so weiter und so fort. Und das ist das Problem, du weißt nicht, wem du glauben sollst. Und an diesem Event in Dallas 1963 und so weiter, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die jetzt sich über Jahre lang und Jahrzehnte lang sich ihr Glaubenssystem aufgebaut haben und sagen, das ist genau das, das glaube ich und das glaube ich und das hat der gesagt, das hat die gesagt, das hat der gesagt und so weiter und so fort. Wir werden das auseinanderdröseln, das dauert. Es dauert, es dauert, es dauert. Aber glaubt niemanden, glaubt mir auch nicht. Schaut einfach mal nach, ob euch die Kausalkette, die wir euch jetzt bald demnächst präsentieren werden, ob die nicht viel mehr Sinn macht als alles das, was ihr in irgendwelchen Dokumentationen, Büchern oder Fernsehproduktionen und was weiß ich wo alles gelesen habt. Ne? Also das ist natürlich schon mal ganz gut, dass er sagt, traue auch nicht diesem Buch. Das finde ich schon mal ganz gut. Allerdings traue ich ihm auch nicht und ich weiß auch genau, warum. Er sagt jetzt hier, mehr als 80% der amerikanischen Bevölkerung, laut einer Umfrage von Washington Post 1983, haben nämlich gesagt, dass die glauben, dass Kennedy in einer ganz hochklassigen Verschwörung irgendwo umgebracht worden ist. Aber Glaube hat eben nichts mit Wissen zu tun. Deswegen ist immer die Frage, wissen wir etwas oder glauben wir etwas? Im Prinzip wissen wir nichts. Wir waren nicht dabei gewesen. Und deswegen glauben wir alles. Wir glauben das, was wir sehen auf Zeitschriften, Postern, Fernsehen, Film, Büchern und so weiter und so fort. Und daraus die Wahrheit zu ziehen, ist eine ganz große Herausforderung. Ich nehme die Herausforderung an. Ich sage, auch der Jim Mars macht einen Schwindel hier. Der schwindelt nämlich die Leute an, indem er eine Dokumentation macht und sagt, Mensch, also pass mal auf, ne, ich mache jetzt hier die Hintergründe und so weiter und das ist jetzt die Wahrheit. Ich würde niemanden glauben, nur weil er einen langen weißen Bart hat und ich würde auch niemanden glauben, der unbedingt so eine Pyramidenlampe mit einem Pentagramm hinter sich hängen hat. Aber das jetzt nur mal zu den Äußerlichkeiten. Ich habe einen guten Grund, warum ich ihm nicht trauen kann. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn jetzt schon verraten soll. Ich kann sagen, dass dieser Mensch Zugang hat zu Menschen, die in diesem Anschlag sehr, sehr tief drinstecken. Und deswegen traue ich ihm nicht. Und ich weiß auch ganz genau, warum. Weil er nämlich genau die Hintergründe nicht beleuchtet. Ne? Und das ist deswegen, der ist dafür da, den Leuten das zu sagen. Ich glaube, der lebt auch schon gar nicht mehr. Und ich will ihm auch persönlich gar nichts. Er hat ja viele interessante Sachen benutzt. Ja, aber wie gesagt, das, er erzählt euch nicht die Wahrheit. Ja, es kommt wieder dieselben Oberflächlichkeiten. Wir wissen, wovon angeblich der Lee Harvey Oswald und bla bla bla. Und das ist das Fenster von innen, was ja auch sehr interessant ist, was ja auch kaum jemand sieht, wenn das so stimmt. Dann hat der Herr Oswald einen schlechten Tag erwischt. Der hätte wahrscheinlich froh sein können, wenn er sich mit seinem Gewehr nicht irgendwo hier rum verheddert hätte. Aber gut, wir wissen ja eh, der hat da nicht gestanden. Also ich bin mir sehr sicher, dass der Mensch nicht geschossen hat. Und es gibt Menschen, die halt da mit Regenschirmen an einem sonnigen Tag unterwegs sind. Das ist alles völlig normal, das gibt es nirgendwo, aber da gibt es das in Dallas. Natürlich hat das alles etwas damit zu tun, aber es dreht sich hier zum Verrecken schon wieder um die dämliche Frage, wer den Kennedy auf dem Gewissen hat. Mensch, 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 Mensch. Die Frage ist doch, wer dahinter steckt und nicht, wer dem auf dem Gewissen hat. Drückst du irgendeinem Junkie, sag ich jetzt einfach mal, 500 Euro oder meinetwegen 10.000 in die Hand, dann ist der wahrscheinlich auch bereit, jede Oma irgendwo, keine Ahnung, niederzuschlagen. Das ist doch gar nicht der Intention, warum dann jemand niedergeschlagen oder umgebracht wird, sondern die Frage ist doch, wer dahinter steckt und warum. Ja? Natürlich ist das eine Verschwörung. Natürlich sind da Leute gewesen, die vermutlich mit Radioantennen und so weiter da gewesen sind und sich dann da halt verdächtig gemacht haben. Natürlich. Natürlich. Das ist doch ganz offensichtlich. Da muss man doch keine Dokumentation drüber drehen. Das sieht doch jeder Zehnjährige, dass das kein normaler Tag in einem normalen, was weiß ich, gewesen ist, wo dann plötzlich jemand mit einem Regenschirm rumsteht und jemand eine Hand reckt und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Anomalien. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Das kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen. Wenn wir jetzt auf jeden einzelnen Kram eingehen, wie jetzt hier der Typ, der jetzt da die Emmett Hudson. Ja, dann sind wir morgen noch dran. Nein, ich werde nicht langsam scrollen. Sehe ich gar nicht ein. Haben wir nämlich gar
keine Zeit für, weil dann bist du nämlich nächstes Jahr noch dran und hast 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 Folgen, der hat das gesagt, der hat das gesehen und so weiter und so fort. Ja, wisst ihr denn, ob die ganzen Leute die Wahrheit sagen oder nicht schwindeln? Wisst ihr denn, ob der Typ, der da gerade die Aussage macht, nicht bedroht wird? Wisst ihr denn, ob der überhaupt was gesehen hat? Wisst ihr denn, ob überhaupt das jetzt das richtige Transkript ist? Wissen wir doch alles gar nicht. Also es ist alles Glauben. Natürlich weiß ich, dass da viele Dinge passiert sind. Natürlich kenne ich mindestens 10 Theorien, wer, den, wo, wann, wie und warum und so weiter und so fort. Aber mir geht's doch nur um die Wahrheit. Das ist ja Stunde der Wahrheit hier und nicht Stunde des Entertainments. Ja, ich weiß, dass da Rauch gewesen ist. Ich weiß, dass Leute hier und da hingelaufen ist. Ich kenne ganz viele Namen. Ich wollte schon sagen alle, aber ich kenne viele Namen und so weiter. Aber das ist ein Anschlag gewesen. Es ist doch sonnenklar. Der Lee Harvey Oswald, wenn das jetzt wieder stimmt, hat da keine gelben Markierungen auf die Fahrbahn gezeichnet. Weil er gesagt, Mensch, ich habe ja ein bisschen Kreide, mache ich doch mal nach Zahlen. Nein, das war natürlich ein geplanter Anschlag. Und der ist nicht nur von dem Herrn Oswald irgendwie ausgekommen. Ja, der hat da drin gesteckt, aber ganz anders, als die meisten Menschen wohl vermuten. Nach den ganzen zig Dutzenden Quellen, die ich gesehen habe. Und wie gesagt, das kann jetzt alles richtig sein. Ich war nicht da, ich habe die Streifen nicht gesehen. Und ich habe momentan eine relativ geputzte Brille. Ich sehe da nichts, auch auf dem Zapruder-Film. Der ist absichtlich so unscharf, dass man da nicht alles drauf erkennen kann. Aber gut, das ist noch eine andere Geschichte. Kommen wir auch bald zu. Ja, und der liebe Harvey Oswald, der hat einen anderen Namen. Ja, natürlich, das hat auch seinen Grund. Und der Zapruder-Film, der hat auch eine andere Markierung. Ja, das hat auch seinen Grund. Und die ganzen offiziellen Ausreden, die haben natürlich auch ihren Grund. Da soll nämlich niemand der Sache auf den Grund gehen. Und deswegen weiß ich das alles. Nur das führt mich immer noch nicht zu dem Punkt, warum der Herr Kennedy umgekommen ist an diesem Tag dort. Aha. Und deswegen ist das alles super interessant. Ja, das ist der Film, der Oswald da im Kino gesehen hat. Ja, es kommen noch Folgen über Lee Harvey Oswald. Ich habe mindestens 3 Folgen über den Oswald in Plan. Und dann kommen garantiert nicht die Geschichten, wir wissen, dass der Krieg die Hölle ist und diesen Film hat er gesehen, währenddessen er verhaftet wurde. Das sind alles ganz kleine Mini-Hinweise. Aber das ist alles nicht das, was wirklich interessant ist für euch und für mich. Und auch nicht für den Jörg. Ich will ja niemanden langweilen hier. Es ist alles nur dieselbe Geschichte. Der hat geschossen, der hat den gesehen, der hat den gehört, der hat was gerochen, der nächste, was weiß ich, keine Ahnung, der hat dann einen Splitter abgekriegt und so weiter. Ja, ich weiß das alles. Aber das wissen die meisten Menschen auch, die eine Kennedy-Reportage sehen. Und deswegen sage ich das einfach, das ist nicht das, was mich interessiert. Ich will ja das dahinter wissen. Auch mit den ganzen Einschusslöchern. Wenn ich jetzt da schon alles Mögliche jetzt dazu sagen würde, aber dann würde man die Kuh von hinten aufrollen. Ich habe jetzt keine Lust, euch den Schwanz von der Kuh zu präsentieren. Ich will euch erstmal die Nase zeigen. Und wir wollen erstmal dann da anfangen, wo wir sind. Das hat alles seinen Grund, warum das hier so beschrieben ist. Aber den Grund, den weiß man nicht, wenn man nur normale Dokumentationen sieht. Ich weiß, was das, also ich weiß das und viele andere wissen das auch. Viele haben sich garantiert auch, die diese Serie sehen, ganz oft und ganz tief mit dem Kennedy beschäftigt. Aber ich wage zu behaupten, dass es da Dinge gibt, die in der Kombination so noch nirgendwo gekommen sind. Und deswegen, das würde ich gerne machen, um jetzt nicht nur den Fall Kennedy aufzurollen, sondern insgesamt die ganze Politik, und zwar nicht nur 1963, sondern auch bis heute, also 60 Jahre später. Denn was das damals möglich war, wenn man das auf heute appliziert, dann kann man da einen auch dann schon durchaus übel werden. Ne? Also hier auch, ne, was es mit der Kugel auf sich hat, würde ich alles drauf eingehen. Aber wie gesagt, das ist eine Demonstration und diese Menschen, die haben dann hier ihre Meinung und er führt euch jetzt hier im Kreis herum, es dreht sich die ganze Zeit nur um diese Schüsse oder nur um die Ermordung. Das ist das Einzige, was ihn interessiert, das war anscheinend das Einzige, was die Leute, die diese Dokumentation sehen, da irgendwie interessiert, ja, wer das gewesen ist. Und da kannst du von Hundertstel ins Tausendstel, da hast du dann dieses und jenes und jenes und dieses. Und deswegen, nein, ich möchte gar nicht, dass man sich damit jetzt im Augenblick beschäftigt. Wenn wir das nicht chronologisch machen, wenn wir das nicht logisch machen vor allen Dingen, dann blickt da überhaupt niemand mehr durch, weil er vermixt ja alles, Politik und dann der Anschlag und dann Identität, ja. Und deswegen, ich mache jetzt hier gleich Schluss. Weil ich einfach sage, Leute, das geht ins Unendliche. Ja, und nachher wisst ihr genauso viel wie vorher wieder auch, denn denkt nochmal eben an dieses denkwürdige Zitat von E. Howard Hunt, der gesagt hat, die Jesuiten haben den größten Geheimdienst in der Welt und den haben sie schon immer gehabt. Also, ist der Geheimdienst ja auch da zuständig gewesen in Dallas an dem Tag, der absichtlich da auch geschlafen hat, so sozusagen, und anschließend auch schlafen sollte. Und deswegen wissen wir, dass es alles Mögliche, was uns da erzählt wird, die Unwahrheit ist. Wir wissen noch nicht mal, welcher von den Zeugen gekauft ist. Also von daher haben wir da echt ein Problem. Wir haben echt ein Problem, weil wir können nicht mittendrin anfangen, wir müssen von vorne anfangen. Everything's a rich man's trick. Alles ist der Trick eines reichen Mannes. Mensch, und hier hast du endlich die Aussage, von wo der Schuss kam. Das geht sich immer nur um diesen Schuss.
Es geht sich nie um die Hintergründe. Ja klar, wenn es sich dann um die Hintergründe dann dreht und so weiter, dann kommen die mit abstrusesten Sachen. Also an dem Tag, da müssen unglaublich viele, da gab es anscheinend fast mehr Schützen als Zuschauer an dem Tag. Ja. Und nochmal, alles, was ihr seht, ist gefälscht. Alles, was ihr seht, ist bearbeitet. Alles, was ihr seht, ist manipuliert. Und egal, wen man jetzt da nehmen, ich mache jetzt schon mal so ein bisschen hier Spoiler, ja, egal, wen man jetzt nehmen, ob man den Harrison nehmen und so weiter, den viele ja auch im Verdacht haben, der hätte da etwas mit zu tun, ja, ihr werdet euer Lebens nicht mehr froh, weil ihr fangt die Geschichte von hinten an. Und das ist genau das, was der Jörg eben sagte, was ich nicht möchte. Ich möchte die Geschichte nicht von hinten anfangen, weil ihr wisst nachher genauso wenig wie vorher auch und ich auch. Und wir verhaspeln uns nachher. Ja, natürlich ist das für viele Leute interessant, das ist aber nicht für Leute interessant, die die Wahrheit wissen wollen. Die wollen nur wissen, wer hat ihn umgebracht. Ja, als wenn das schon so eine Trophäe gewesen ist. Ich habe Kennedy umgebracht, ne? Also ich nicht, logischerweise, aber ne? Zum Glück, ich bin ja später geboren als da. Ja, aber wie gesagt, das ist, euch wird immer nur der Schwanz von der Kuh präsentiert, aber nicht das Tier als Ganzes. Und das, im wahrsten Sinne des Wortes, nervt mich, oder ich wollte schon ganz Fieseres sagen, wirklich, weil ich sehe halt einfach nur, die Leute werden im Kreis rumgeführt, die Menschen, und niemand geht mal hin und fängt da an, wo er ist. Er sagt, ich war viel zu jung gewesen, ja, ich war 25 gewesen, der Typ sieht aus wie 35, weißt du, da kannst du jetzt ganze Serien mitfüllen, auch gute Serien mitfüllen, aber das entspricht eben genau nicht dem Anspruch, den ich habe, wo ich sage, ich möchte gerne wissen, was dahinter steckt, ja, und deswegen hören wir jetzt genau hier auf. Vergesst den Tag 22.11. Es ist furchtbar, dass der Herr Kennedy nur an diesem blöden Attentat gemessen wird. Der hat versucht, zumindest nach dem, was wir jetzt bis jetzt rausgefunden haben, für sein Volk etwas zu tun. Und unter Umständen musste er auch deswegen dann gegangen werden oder halt ins Jenseits befördert werden sozusagen. Er ist also umgebracht worden. Das ist eine kriminelle Tat. Und diese kriminelle Tat, die sollten wir nicht verherrlichen. Und deswegen höre ich jetzt hier mit dieser ganz kurzen Folge auf und sage halt einfach, Leute, das ist uninteressanter Bullshit. Weil wir werden nie diesen Tag und dieses Attentat und den Hintergrund verstehen, wenn wir uns nur auf den Schützen beziehen, der dann eventuell eine gewisse Geldsumme bekommen hat, aber ansonsten nichts damit zu tun. Also von daher verabschiedet euch bitte von dem Gedanken, dass wir diese Kennedy- oder Verschwörungsreihe machen, um dann den Menschen endgültig einen Beweis zu liefern, wer den Herrn Kennedy auf dem Gewissen hat. Den Beweis können wir zu 100% ohnehin nicht antreten. Wir können aber zeigen, was es da im Hintergrund mit zu tun hat. Und ich glaube, und ich setze einfach die Messlatte da an, wir werden Dinge sehen, die wir wahrscheinlich in dieser Form noch kaum irgendwo gesehen haben. Danke fürs Zuschauen und wir sind dann gleich wieder da mit der nächsten Folge. Oh, unto them that seek deep to hide their counsel from the So